herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. So, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, als wir den Anhänger hier voll beladen haben. Den müssen wir jetzt noch zum Palettenwerk bringen. Damit wir noch ein paar Paletten produzieren. Ich habe inzwischen ehrlich gesagt auch schon im Singleplayer ein bisschen die Map gezockt. Das heißt, ich weiß jetzt ein bisschen mehr wie vorher. Das ist ganz gut so. Moment, wir fahren hier andersrum ran. Dann kriegen wir das Zeug besser weg. Wobei, wir sollten sowieso von der Seite ranfahren. Und dann kann ich euch mal so ein bisschen was erklären. Wir werden jetzt hier so ranfahren, genau. Nicht hängen bleiben, sonst fällt uns wahrscheinlich die Hälfte runter. So. Dann brauchen wir wieder kurz diese Steuerung hier. So, rechts, wir brauchen links. Also U. Na, vorbeigerutscht. Links. Und hier abladen. Hoffen wir, hier kommt einiges runter. Der Anhänger ist voll. Nicht wirklich. Aber hier ist schon was reingegangen. Das ist schon mal von Vorteil. Ah, jetzt kommt was. Muss mal selber ein bisschen Hand hier anlegen. Wir haben zum Glück nur so große Stücke gemacht, dass wir die auch selber tragen können. Zumindest die meisten. So, jetzt guck mal, was ich hier noch. Die kann ich gleich mal wegmachen, die stören vielleicht. Also, kommst du auch noch hier? Gut, vielen Dank. So, ob ich hier noch ein bisschen was runterkriege, wenn ich hier ein bisschen rumspiele. Und ich springe mal gleich einfach auf den Anhänger drauf und machen das von oben, wenn ich wieder hochkomme. Der will nicht. So, das Holz hier sollte eine ganze Weile reichen jetzt. Hat ich sogar schon voll. Der zickt. Der muss da noch gehen. So, wenn das Holz nämlich hier voll. Ne, der ist zu viel. Wenn das Holz nämlich voll ist, hier haben wir 50.000, gehen wohl rein. Dann bleibt es einfach hier liegen. Und dann holt er sich das dann, wenn er es braucht. Der hier muss natürlich noch irgendwie raus. Oder wir machen den zu und legen den so raus. Geht ja auch. Und dann müssen wir uns, ja, noch eine neue Investition gönnen. Muss sein. Sonst kriegen wir nämlich die Paletten und alles hier. Was haben wir noch? Paletten, Kartons, das kriegen wir alles sonst nicht weg. Wir können die Produktion gar nicht weiter starten. Deshalb bringe ich jetzt mal kurz den Anhänger zum Sägewerk und dann fahren wir mit dem Fendt zum Shop. Auch hier habe ich leider ein bisschen schlechte FPS.
Wie schon auf der Basel-Map. Sind aber nicht immer da. So, große Halle, können wir sogar vorwärts reinfahren. Und den Anhänger sauber abstellen. Ordentlich aufgeräumt. Dann wechseln wir mal zum Fendt. Das Gewicht müssen wir auch noch ablegen. Das werden wir nämlich jetzt erstmal nicht brauchen. Wir müssen eine Investition machen, die ein bisschen größer ist. Leider. Ich wollte ja eigentlich nicht so viel Kreditrahmen ausschöpfen, aber muss ich jetzt doch. Das heißt, wir müssen ja knapp über 60.000 Kredit aufnehmen. Oder knapp 60.000. Und Gewicht brauchen wir nicht. Und dann fahren wir mal zum Job. Wir fahren hier über Land. Schaukelt zwar ein bisschen mehr, aber finde ich recht geil. Da kannst du nicht einfach drüber brettern. Da musst du schon ein bisschen mit Gefühl fahren. Boah. 30 ist eigentlich schon fast zu schnell. Was ich auch cool finde, ist, dass sie hier so kleine Sträßchen reingebaut haben. Sozusagen die Feldflurbereinigungswege. Gefällt mir sehr gut, diese Map. Der Shop ist ja gleich um die Ecke. So, dann schauen wir mal hier rein. So, ich habe mir gedacht, ich brauche einen Kipper. Und zwar einen Kipper, der universell einsetzbar ist. Deshalb brauchen wir den IT-Runner. Moment. Wir müssen ja noch ein bisschen Kredit holen. IT-Runner plus Auflieger kostet 65 plus 9, glaube ich. 55 plus 9. So, 68.000 haben wir. Dann können wir hier nochmal reingehen. Den IT-Runner brauchen wir. Hauptfarbe schwarz. 1.500. Ja, okay, das reicht. Das reicht, da haben wir noch genug Geld. So, und dann brauchen wir einen Auflieger. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme den hier. So, verschiedenen Materialien. Den nehmen wir in Wendegrün. Also 10.000 knapp. Gut. Das ist unsere jetzige Investition. Weil den IT-Runner können wir natürlich mit verschiedenen Aufsätzen dann betreiben. Oh, ich habe zu viel Rückwärtsgang gegeben. So. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie der IT-Runner vom System her funktioniert. Das erste Mal, dass ich dieses Modpack hier dabei habe. Das heißt, ich muss auch gleich sowieso spitteln gehen. So, Arm senken X. Cool animiert. Jetzt muss ich wahrscheinlich so weit da ranfahren, bis der mir sagt, ich kann was anhängen. Okay.
Wahrscheinlich muss man da ziemlich genau sein. Finde ich. Der wird wahrscheinlich leider keine Autoload-Funktion haben. Ah, hier. So, jetzt. So. X-Container aufladen. Nice Scheiße, Alter. Und arretiert. So. Sehr gut. Haben wir das auch mal gemacht? Ne, ich will nicht da rein in die Bäckerei. Dann fahren wir jetzt zum Palettenwerk. Laden ein paar Paletten auf und bringen die mal rüber zur Kartonfabrik. Damit die Kartonfabrik auch ein bisschen was arbeiten kann. Die Paletten hier muss man natürlich... Ja, warte mal. Auswahl wechseln. Ah, Standorte anbringen. Okay, genau. Achso, ja. Sorry, ich habe gerade oben links in die ins Menü geschaut. Warte, Paletten, da können wir hier rumfahren. Können wir ein paar Paletten draufhauen, die rüberbringen, damit wir Karton produzieren. Karton, Paletten, Holz können wir alles verkaufen. Auch ganz normal beim Lebensmittelhändler oder beim Händler halt. Der Anhänger ist ein bisschen schwierig zu manövrieren. Der hat so sein eigenes Leben. Wenn ihr guckt, der zieht immer in eine Richtung. Was wir hier auch brauchen, habe ich jetzt vielleicht gar nicht dran gedacht. Wir müssen natürlich auch die Hackschlitze hier noch entleeren. So. Aufladen müssen wir hier leider manuell. Das wird sich auch irgendwann ändern, weil... Moment. Wir gucken mal in den Shop, da habe ich auch noch ein paar Mods mit rein, diverses. Zum Beispiel hier eine Schneefräse. Und dann hier einen Linde Gabelstapler. Da werde ich an die gewissen Stellen, je nachdem wie viel Geld ich irgendwann habe, werde ich da was dran setzen. Zum Beispiel hier auch die doppelte. Hier Anhänger, guck mal. Lange Zinken zum Beispiel, ja. Das werde ich alles irgendwann mir kaufen. Damit. Was war da noch? Ah, okay. Damit es einfacher wird. Und was habe ich noch für einen Mod rein? Genau, den Seasons Mod. Aber den deutschen. Das heißt, wir haben hier Veränderungen in der Aussaat und in der Ernte. Das ist jetzt der Seasons Mod Westdeutschland. Drehe ich mich mal ein bisschen. Damit ich die Paletten hier auch ordentlich auflade. Ich hau euch hier eine kleine Timelapse rein.
Das ging eigentlich relativ flott. Da muss ich ja natürlich auch die Spanngurte anbringen. Ich hoffe mal, die fallen nicht runter, die Paletten. Vielleicht ein bisschen amateurhaft, ja. Aber ich habe 6 Palettenblöcke draufgekriegt. Bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf. Jetzt muss ich die nur noch rüber zum Kartonwerk bringen. Und dann können wir da Kartons produzieren, weil Hackschnitzel müsste voll sein. Ich hoffe nur nicht, dass hier das gleiche passiert wie bei mir im Singleplayer. Da ist die Schranke manchmal zu früh zugegangen. Paletten muss man hier in der Ecke abliefern. Dann würde der Anhänger vielleicht auch mal einknicken. So, lädt er die jetzt automatisch ab? Ne, sieht nicht so aus. Aber das machen wir uns einfach. Hallo. So, Hackschnitzel ist voll, wie gesagt. Wir brauchen nur Paletten. So, wenn die Paletten nämlich drin sind, hier ist zwar der Ablageort, dann werden die da vorne gestapelt. So. Also, Moment. Die Paletten werden hier gestapelt, da werden sie angeliefert, hier werden sie gestapelt. Der ganze Platz könnte voll sein. Dann sollte das Kartonwerk hier jetzt auch gleich anfangen.